Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt auf der Schwäbischen Alb wieder bei Sonnenbühl. Wenn ihr hier euch mal umschaut, seht ihr ein sogenanntes Trockental. Wir sehen sehr klar ausgeprägt die Form des Flusses, wo er mal gewesen sein muss. Aber wir sehen, da fließt kein Fluss, sondern es ist einfach nur die charakteristische Talform erhalten. Und das nennen wir Trockental. Ja, und jetzt möchten wir uns mal auf der Frage stellen, warum denn der Fluss hier in diesem Tal verschwunden ist und warum der nicht mehr existiert. Und da werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte der Schwäbischen Alb und auch auf die geologischen Eigenheiten der Schwäbischen Alb. Und zwar, die Schwäbische Alb ist sehr stark verkarstet. Dazu habe ich auch ein längeres Erklärvideo bereits in meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Hier nochmal die Kurzversion. Die Schwäbische Alb besteht aus Kalkgestein. Dort im Kalkgestein sind sehr viele Risse und Klüfte. Und wenn jetzt saurer Regen auf unseren Kalkgestein trifft, also mit CO2 angereicherter Regen, in dem sich Kohlensäure ausbildet, entsteht eine sogenannte Korrosion. So nennen wir es, wenn saurer Regen unser Kalkgestein angreift und löst. Und durch diese vielen Klüfte, die so entstehen, ist dann die Versickertenwirkung sehr, sehr gering. Und so kommen wir unter anderem zu Trockentälern. Und ja, wir sehen hier auch nochmal eine sehr schöne Skizze. Wir sehen hier das zerklüftete Kalkgestein, dann sehen wir das Trockental und dann auch hier die wasserdurchlässige Schicht. Und dann, hier sehen wir auch nochmal so eine Doline, so eine Lösungsdoline. Das ist so ein trichterförmiges Loch. Das entsteht auch dadurch, wenn eben Wasser eindringt und versickert und dann bilden sich so Hohlräume und dann stürzt natürlich die Bodendecke überliegend nach und dann bilden sich so Hohlformen. Ja, und nun gehen wir weiter zur nächsten Station.